Hallo zusammen, hier ist wieder Spartacus und wir spielen heute eine zweite Runde Marquis. Beim letzten Mal habe ich ein paar Fehlerchen gebaut in das Video. Das war einmal die Übersetzung des Grocer, das ist der Lebensmittelhändler, nicht der Metzger. Das war ein Fehlerchen von mir. Etwas schwerwiegender die Übersetzung des Counterfeiter, das ist kein Gegenspion, das ist ein Fälscher. Klar, bei dem kriege ich dann Geld. Und ich habe einmal vergessen, hier bei Tag 6 auf Tag 7 den Tageszähler weiterzusetzen, so dass ich die Runde wahrscheinlich doch verloren hätte. Wir fangen aber trotzdem heute mit einer neuen Runde an. Die Regeln habe ich beim letzten Mal annähernd erläutert. Wir machen es nach wie vor schön in Ruhe. Einmal das Patrouillendeck gemischt. Wir werden heute auch Missionen von Schwierigkeitsgrad 2 mit dazu mischen. Habe ich beim letzten Mal ausgelassen, um die Runde nicht allzu kompliziert zu machen. Heute trauen wir uns das mal. Mal gucken, was dabei rauskommt. Das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. So, wir haben eine gemischte Missionsauswahl. Mission Nummer 1 ist Vive la Résistance, Officers Mansion. Der lokale Kommandeur hat ein schickes Haus im Norden der Stadt gemietet oder requiriert. Und wir sollen sicherstellen, dass er das, dass er uns nicht da so einfach, dass er damit nicht so einfach davonkommt. Wir müssen einen Worker auf der Rue Barada schicken, auf die Pont l'Evêque und auf die Pont du Nord, so, um jeweils Graffiti an die Wand zu sprühen. Das ist dieses Vive la Résistance-Zeichen hier. Und das müssen wir also markieren. Und sobald alle diese drei Orte markiert sind, sollten wir hier einen Resistance-Kämpfer auf diesen Ort platzieren. Das ist also eine echte Placement-Mission, dann brauchen wir keinerlei zusätzliche Ressourcen für. Wir benutzen die gelben Marker hier, um die einzelnen Orte Pont l'Evêque, Rue Barada und Pont du Nord zu markieren und dann den Resistance-Kämpfer nach hier oben zu schicken. Die zweite Mission, zerstöre den Zug. Wir haben Nachrichten erhalten, dass die Besatzer Panzer entlang der Bahnlinie transportieren wird, näher der Stadt. Und wir müssen Bomben platzieren, um diese Bahnlinie zu zerstören und auch den Zug zu zerstören, sobald er vorbeifährt. Das heißt, wir müssen drei Sprengstoffe hierher bringen auf diesen Ort. Und diese Mission muss zwischen Tag 6 und 9, also in diesem Zeitbereich hier, erledigt sein. Das wird anstrengend, denn wir brauchen ja, um die Bomben zu bekommen, brauchen wir den Chemiker. Für den brauchen wir Geld, um den überhaupt erstmal platzieren zu können. Und wir brauchen Medizin, um dann Sprengstoff basteln zu können. Und das müssen wir an drei Tagen tun. Das heißt, wir müssen an drei Tagen, weil man jeden Ort nur einmal pro Tag besuchen kann, müssen wir an drei verschiedenen Tagen den Chemiker besuchen mit Medizin und müssen den also entsprechend vor Tag 6 oder 8, sagen wir mal 8, dreimal besucht haben, müssen ihn also vorher auch gebaut haben, brauchen also sehr früh das Geld, um ihn dann bauen und besuchen zu können. Das wird nicht einfach. So, Patrouillendeck habe ich gemischt. Drei Milizen stehen bereit für die erste Patrouille, denn der Moralzähler, das steht hier am Start, drei Milizen in der Patrouille, davon aber null Soldaten. Wir müssen also sehr schnell an Geld kommen. Das können wir, indem wir auf dem Schwarzmarkt die Moral riskieren und dann Lebensmittel oder Medikamente eintauschen gegen Geld. Oder wir können uns Geld holen über die Funkstationen und sie abwerfen lassen auf den Feldern. Ich glaube, das sollten wir auch als erstes versuchen. Und das versuchen wir als erstes bei Radio A. Wir sichern uns also den Rückkehrweg. Der wäre nämlich jetzt sonst besetzt, der Schwarzmarkt. Dann gehen wir auf den Doktor, da holen wir uns auch direkt die erste Medizin. Radio B wird besetzt, haben wir Glück gehabt. Und wir besetzen Radio A. Und der letzte Miliz geht auf die Fence, auf den Zaun. Super, das hat funktioniert. Wir lassen uns einmal von der Funkstation aus einen Abwurf Geld zukommen, holen uns beim Doktor die Medizin. Und bei Pont l'Evêque,
Und die gehört ja mit zu den Orten, die wir besuchen müssen für die erste Mission. Das heißt, wir können hier auch direkt das Graffiti aufsprühen. Und war das auch erledigt. Wir räumen auf und vergessen diesmal den Tageszähler nicht. Ich hoffe, dass ich ihn auch weiterhin nicht vergesse. Nächster Tag. Wir versuchen im Prinzip das Gleiche nochmal. Wenn aber Radio A besetzt werden sollte, gehen wir zumindest zur Rüberradar, um dort noch Graffiti zu hinterlassen. Lebensmittelhändler. Wieder der Doktor. Bon weg, Bon du Nord. Wichtiger ist das Geld. Das Graffiti-Sprühen können wir auch noch später machen. Wir holen uns also wieder einen Radio-Funkabwurf. Radio A wird besetzt, ist aber schon von uns besetzt, also erst die Rüberradar. Okay, das hat nochmal funktioniert. Wir lassen uns also das zweite Geld hier in das andere Feld abwerfen. Wir können nicht ein Feld mit zwei oder mehr Abwürfen gleichzeitig belegen. Die können wir beim nächsten Mal einsammeln. Beim Arzt holen wir uns nochmal Medizin. Und dann ist der zweite Tag auch vorbei. Tageszähler einer weiter. Wir können es uns jetzt etwas einfacher machen, indem wir nur das Geld einsammeln in diesem Tag und vor und noch ein zusätzliches Lebensmittel holen. Fans. Einmal Feld A. Da sind wir vor den Patrouillen sicher. Radio B und Feld B. Und der Großer. Der Lebensmittelhändler, der ist besetzt. Dann ist es aber das Armenviertel Pool District. Gut, dann ist da nicht viel passiert. Wir holen uns das Lebensmittel beim Händler und holen uns die beiden Geldeinheiten von den Feldern und kommen auch nach Hause. Im Moment läuft's gut. Jetzt sinkt die Moral um 1. Es bleibt weiterhin bei 3 Milizen. Jetzt können wir den Chemiker bauen mit den 2 Geldeinheiten. Die Frage ist, wo wir ihn hinbauen. Wir können ihn relativ sicher hier hinbauen. Dann haben wir einen kurzen Weg. Und ich glaube, das sollten wir auch versuchen. Radio A. Gut, dass wir das Geld abholen schon erledigt haben. Einen Worker hier hin. Dann müssen wir das Patrouillendeck mischen, um die nächste Miliz zu platzieren. Kriegen wir hin. Die Miliz geht auf den Zaun. Und wir haben noch einen frei. Was machen wir? Mehrere Möglichkeiten. Wir riskieren noch ein Graffiti auf der Pont du Nord. Kümmern uns auch um die erste Mission. Und Radio A wird besetzt, ist schon besetzt, Rüberradar wird besetzt. Ach, die Soldaten haben alle oben im Nordwesten zu tun. Das heißt, wir sind sicher. Pont du Nord, ein Graffiti wird platziert. Ein Lebensmittel holen wir uns beim Lebensmittelhändler. Und wir bauen den Chemiker, das ist das Wichtigste. Geben das Geld aus und holen den Chemiker hierher. Das ist der kürzest erreichbare Spare Room, den wir dafür eingesetzt haben. Dann haben wir einen relativ kurzen Weg auch für die Sicherung des Rückwegs, um den Sprengstoff auch nach Hause zu kriegen. Davon brauchen wir 3 Stück. Das sollte aber klappen. Und den Tag ein weiter. Währenddessen können wir uns auch um die erste Mission kümmern noch. Wir müssen die Rüberradar noch mit einem Graffiti versehen. Und wir brauchen 3 Sprengstoffe. Wir haben aber nur 2 Medizin, brauchen noch eine dritte. Das kann man aber parallel irgendwo sicherlich unterbringen. Wir kümmern uns erstmal um die Rüberradar. Wird die Fans besetzt. Holen noch eine dritte Medizin. Wird Radio B besetzt. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder zum Chemiker zu gehen, aber dann habe ich eventuell, wenn der Großer, der Lebensmittelhändler besetzt würde, das Problem mit dem Rückweg. Wir kümmern uns also erstmal um die Rüberradar, machen dort das Graffiti und sehen, dass wir recht daran getan haben, denn der Großer wird besetzt. Also erledigen wir Teil 3 der ersten Mission, holen uns noch das dritte Medikament und kommen wieder zurück. Das sieht jetzt tatsächlich so aus, als ob wir relativ gut in der Zeit liegen. Jetzt brauchen wir ganz dringend die Sprengstoffe, damit wir zwischen Tag 6 und Tag 9 die Bahnlinie zerstören können, wenn der Zug vorbeikommt. Also, wenn wir jetzt mindestens 3 Mal hintereinander machen müssen,
Lebensmittelhändler besetzen. Die Pongue weg wird besetzt. Chemiker besetzen. Ein Lebensmittelhändler, aber dann ist es alternativ die Pont du Nord. Und wir werden hier nicht viel machen können. Wir werden uns vielleicht einen vierten Soldaten gönnen, einen vierten Rekruten. Ja, das machen wir. Den gehen wir auf. Den vierten Rekruten. Und dann werden wir uns Radio B. Wir holen uns hier ein Lebensmittel. Holen uns hier beim Chemiker einen Sprengstoff, kommen wieder zurück, geben ein Lebensmittel aus, hier beim Café, und kommen mit einem vierten Rekruten wieder zurück. Der Tag ist zu Ende. Der Tag geht eine weiter, die Moral sinkt auf 4. Es kommen jetzt auch 4 Milizen zum Einsatz. Aber wir haben auch 4 Resistanzkämpfer, müssen uns jetzt aber vorrangig erstmal um den Chemiker kümmern. Es geht also weiter mit dem nächsten Tag. Lebensmittelhändler, Radio A, Chemiker, das ist immer unser erster Weg. Bauen wir weg. Das Deck wieder durchmischen. Für meinen Geschmack sind mit den 10 Patrouillenkarten ein Ticken zu wenig von diesen Patrouillenkarten dabei. Es hätten vielleicht 12 sein können, damit man nicht so oft durchmischen muss. Radio A ist besetzt. Moment, wir müssen erst den dritten Worker platzieren. Ja, dann lassen wir die Karte einfach unbenutzt liegen. Wir müssen erstmal den dritten platzieren. Da werden wir vielleicht den Schwarzmarkt platzieren. Dann werden wir jetzt... Bone Levesque ist blockiert, Black Market ist blockiert, den Doktor ist, der ist besetzt. Und den vierten schicken wir mal zu Radio B. Da können wir uns vielleicht, ja, vielleicht eine Waffe oder nochmal Geld holen. Wir brauchen den Sprengstoff ganz dringend und der hilft uns aber, den können wir aber nicht holen. Hier über den Versorgungsabwurf, über den Airdrop. Das heißt, na, wir müssen mal gucken, was wir machen können. Erstmal brauchen wir die vierte Patrouille. Die geht zu Radio B, zum Großer, zum Black Market. Na, wir hätten uns gar keine großen Gedanken machen können, denn Radio B wird besetzt. Der Resistanzkämpfer geht aus dem Spiel. Am Schwarzmarkt machen wir nichts. Beim Chemiker holen wir uns für ein Medikament einen Sprengstoff. Haben wir also schon 2. Bringen uns noch ein Lebensmittel mit vom Lebensmittelhändler. Und damit ist dieser Tag auch vorbei. Der nächste Tag beginnt. Nicht wieder vergessen. Lebensmittelhändler. Miliz geht auf Radio A, Chemiker, den brauchen wir nämlich, sonst kriegen wir die Mission oben mit der Bahnlinie nicht erfüllt. Und Miliz geht zum Lebensmittelhändler, da sind wir schon, dann geht es zum Armenviertel. Dann werden wir den dritten platzieren. Das können wir mal offen. Das spielt keine Rolle eigentlich, wir können vielleicht nochmal einen Resistanzkämpfer rekrutieren. Ist erstens unserer sicher und wir müssen noch 2 weitere Milizen platzieren. Pont du Levesque und Fans. Das hat auch geklappt. Wir geben wieder einmal Medizin aus und bringen eine Sprengstoffpatrone mit vom Chemiker, holen uns das letzte Lebensmittel vom Händler, geben dann Kaffee wieder 1 aus und bringen wieder einen vierten Resistanzkämpfer mit ins Spiel. Das ist dann auch der letzte, mehr gibt's nicht. Der Tag ist rum. Und Tag 8. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall oben zur Warnlinie, um den Sprengstoff zu platzieren. Das müssen wir vor Tag 9 erledigt haben und genau das kriegen wir jetzt hin. Und wir können im Prinzip, wenn alles klappt, tatsächlich auch die erste Mission erfüllen. Dazu müssen wir die Linie nach hier oben so besetzen, dass die Worker zumindest platzierbar werden. Und das sollte hoffentlich klappen. Ja, wir versuchen es mal, um die auch alle nach Hause zu kriegen. Über die Pont du Levesque. Dann wird Radio B besetzt. Dann geht es über das Armenviertel.
Jetzt ist die Fence besetzt. Das heißt, wir könnten den Worker zwar hier platzieren, unseren Resistance-Kämpfer, würden ihn aber dann nicht mehr zurückbekommen, weil er auf dem Weg verhaftet würde. Das brauchen wir nicht zwingend. Wir setzen auf die Pont du Nord. Der dritte Miliz geht zum Lebensmittelhändler. Und wir setzen hier oben auf die Bahnlinie. Und die vierte Miliz platzieren wir Und weg ist besetzt. Schwarzmarkt. Da haben wir Glück. Und das Pax. Wir geben tatsächlich 3 Sprengstoffpatronen aus und holen diesen Worker zurück und haben die Mission erfolgreich erledigt und das vor Ende der Frist. Die Pont du Nord war nur eine Sicherungsplatzierung. Auf dem Schwarzmarkt, auf dem Armenviertel müssten wir Lebensmittel und Medizin spenden, um Moral zu erhöhen. Das haben wir nicht. Da gehen wir unverrichteter Dinge wieder zurück und die Pont Levesque sammeln wir auch ein. Und die 4 Milizen haben nichts mitbekommen von unserer Aktion Tag 9. Die Moral sinkt auf 3, aber wir haben eine Mission schon erledigt. Und das war die schwierigere, weil wir uns damit beeilt haben, hat das jetzt gerade so eben geklappt. Da sind wir durch. Jetzt kommt noch der letzte Punkt, den wir erledigen müssen. Wir müssen oben das Offiziershaus besuchen. Und dort die letzte Graffiti anbringen. Das sollte aber auch gehen. Pont Levesque. Radio A. Dann gehen wir zum Pur District, zum Armenviertel. Lebensmittelhändler. Fence. Damit ist der Rückweg für den letzten Resistance-Kämpfer frei. Pont Levesque, Pont du Nord. Dann platzieren wir ihn auch dort am Offiziershaus. Und den letzten Miliz, der wäre zur Fence gegangen, zur Pont du Nord, zur Pont Levesque. Jetzt kriegen wir ein Problem. Wir schauen uns das genauer an. Auf der Fence ist besetzt, auf der Pont du Nord ist besetzt, auf der Pont Levesque ist besetzt. Ihr seht das hier unten. Das heißt, er geht wieder zurück zur Fence und wenn dort einer unserer Resistance-Kämpfer ist, wird er verhaftet, aus dem Spiel genommen. Und damit ist die Platzierungsrunde durch. Aber an dem Stern hier oben sehen wir können die Mission hier erfolgreich ausführen. Auch wenn wir den Resistance-Kämpfer auf dem Rückweg verlieren, weil der blockiert ist. Und wir bekommen diesen Worker zurück, diesen Resistance-Kämpfer und diesen. Und damit sind wir tatsächlich bei beiden Missionen erfolgreich gewesen. Und das schon am Ende von Tag 9. Das hat mal sehr gut geklappt. Tja, ich glaube, an dieser Stelle lassen wir es bewenden. Vielleicht werde ich noch ein drittes Marquis-Video aufnehmen. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr das haben möchtet. Ansonsten habe ich als nächstes noch mehrere Varianten, mehrere Dinge, die ihr auswählen könnt, beziehungsweise auf die ihr euch freuen könnt. Was noch auf jeden Fall kommen wird, sind die Solo-Kampagnen von Gloomhaven. Ich habe das Spiel hier stehen. Wir sind im Moment mit einer Vierergruppe dabei. Müssen das aber in einem gewissen Zustand spielen, damit man dann erst die Gloomhaven Solo-Kampagne beginnen kann. Sobald das der Fall ist, werde ich dann hier das auch aufnehmen und euch zeigen. Das dauert aber sicherlich noch eine Weile. Dann erwarte ich im Frühjahr nächsten Jahres das Kickstarter-Spiel Trouble in Templetown von Too Flat to Fly Games aus Rumänien. Das war im Mai in der Kampagne oder im Sommer. Das dauert aber noch, bis das da ist. Das hat auch einen Solo-Modus und klingt ganz spannend. Und ich werde mir in den nächsten Tagen sicherlich auch noch das kleine Kartenspiel Palm Island von Cosmos zulegen. Das ist ein einfaches Ein-Personen-Spiel mit einem Deck Karten, das man so in der Hand spielen kann. Deswegen heißt es Palm Island, weil es an der Handfläche, in der Palm gespielt werden kann. Das sind die Sachen, die noch kommen werden, die ich aber jetzt aktuell nicht zeigen kann. Was ich zeigen kann, sind ein paar ältere Sachen, die ich hier stehen habe. Das ist einmal das Spiel Drachenhort von Schmidt-Spiele aus dem Jahre 1993. Das ist ein großer Dungeon-Crawler, ein Vorläufer sozusagen von Gloomhaven oder Descent, wie man sie alle kennt, die großen Dungeon-Crawler. Drachenhort ist einer der älteren Versionen davon. Dann habe ich Clans of Caledonia von Karma Games. Das hat einen Solo-Modus, da geht es um schottisches Hochland und Clans, die dort Handel treiben und arbeiten. Auch ein Worker-Placement-Spiel
Nicht so wie hier das Marquis, sondern da geht es tatsächlich um Marktpreise und so weiter. Das kann ich euch zeigen. Dann habe ich ein abstraktes Strategiespiel namens Orbit oder davon die Spielvariante Corona Solitaire, die ich euch zeigen könnte. Das ist auch von 1993, auch relativ großes Brett. Wenn euch das interessiert, kann ich euch auch das vorstellen. Dann habe ich ein strategisches Legespiel namens Take It Easy XXL von Schmidt Spiele von 1997, auch etwas älter. Ihr merkt schon, ich habe ein paar alte Sachen hier stehen. Das kann ich euch auch gerne zeigen in der Solo-Variante. Und von Cosmos aus 2009, das Spiel Einfach Genial. Ich glaube, das ist von Rainer Knizia. Auch da gibt es eine Solo-Variante, die ich euch zeigen kann. Da geht es um Siegpunkte, die man erringen muss. Schreibt gerne in die Kommentare. Ich werde nochmal in der Videobeschreibung alles auflisten, was ihr auswählen könnt. Und dann freue ich mich auf eure Rückmeldungen. Lasst ein Abo da, markiert die Glocke, dass ihr Benachrichtigungen bekommt, wenn neue Videos kommen. Und einstweilen war es das für heute. Und bis dahin, euer Spartakus.